Kaffee trinken im Neoprenanzug. Hat das schon mal einer von euch gemacht? Also, meins ist auch das erste Mal. Gerade meinen neuen Neoprenanzug anprobiert. Nachdem der erste beim ersten Mal anziehen zerrissen ist, jetzt der zweite Versuch. Ich habe mich für den Time to Zero Probel Pro entschieden. Das ist auch der Anzug, mit dem der Jan Frodeno immer geschwommen ist, als er noch von Time to Zero gesponsert wurde. Mal sehen, ob ich jetzt auch so schnell schwimmen kann wie der Frodo. Ich denke, ich werde gleich meinen ersten Test im See wagen. Bin jetzt an meinem See angekommen. Bin wieder mit dem Crosser gefahren, gleich die Chance nochmal genutzt. Kleinen Hügel mitgenommen. Und jetzt geht's ab in Neo und dann rein ins Wasser. Körperlichen Ertüchtigung. Das war der erste Test mit dem Time to Sue Probel Pro
fühlt sich echt gut an. Und ich hoffe, dass diesmal die Zeit real ist, die ich auf meiner Uhr habe. Denn ich habe den GLONASS-Satellit noch dazu geschaltet und bin jetzt 1,40 im Schnitt geschwommen. Fühlt sich echt wie eine zweite Haut an, schon vom Material her. Der ist so flexibel unterm Arm, dass du beim Armzug gar nicht merkst, dass du einen an hast. Also ich hatte vorneweg den Aquasphere Racer. Der fühlt sich auf der Vorderseite an wie ein Brett. Und der hat jetzt bloß so ein paar Luftpolster sind da wie eingearbeitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, und da hast du an den Oberschenkeln zwei Pads und Bauch und Brust. Und über die Schulter, der ist so flexibel, das ist der Wahnsinn. Das macht richtig Spaß mit dem Ding. Ich rolle jetzt langsam wieder heim. Ich habe meine Trinkflasche voll daheim stehen lassen. Naja, ich werde es überleben. So heiß ist es ja zum Glück nicht.